ist so ein Videoblog für YouTube. Gracias. Tschüss. Wow. Yo, Rapper, huh? Make freestyle, bro, freestyle. Hey, 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 hey. I like that, man. Playa del Karma, wie ich schon. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel an der Stelle. Ich bin hier gerade auf dem Scooter. Und zwar bin ich auf dem Weg zur Bushaltestelle. Ich fahre heute mal wieder nach Playa del Carmen, um mir 1, 2, 3 Wohnungen anzugucken und auch noch 1, 2, 3 Besorgungen zu machen. Also ich habe ja gesagt, dass ich eventuell umziehe bezüglich, also es hat mehrere Gründe. Einmal die Construction fuckt mich brutal ab und das Internet ging die ganze Zeit nicht. Ich habe jetzt gestern neues Internet bekommen, was aber gestern im Stream auch nicht so gut funktioniert hat. Wir gucken morgen nochmal rein. Folgt mir auf jeden Fall auf Twitch und kommt mal im Stream vorbei. Ja, da habe ich dann halt den Prozess schon mal angestoßen, neue Wohnungen zu suchen. Und deswegen habe ich heute 2 Besichtigungen. Ich nehme die trotzdem wahr. Ich will mal den Vibe so ein bisschen spüren, gucken, was es so für andere Wohnmöglichkeiten gibt. In Playa del Carmen. Kommt mit, Freunde, be unique. Dabei ist alles. Und dann werde ich auch noch mal ein bisschen erzählen zum Unterschied zwischen Playa und Tulum. Also kommt mit, bis gleich. Hier ist die Bushaltestelle, meine lieben Freunde. Hier fahren die Busse nach Playa del Carmen, Cancun und alle anderen Orte zwischendrin noch. I do videos too, bro. Ist so ein Videoblog für YouTube. Yes, wir fahren mit dem Kollektivo, meine lieben Freunde, weil wir natürlich auch Geld sparen wollen. Mit einem Taxi nach Playa del Carmen. Ano, quanto peso Kollektivo to Playa del Carmen? 50 peso. 50 peso? And Taxi, normal? Taxi de aquí hasta Playa. 800, okay, okay. Yeah, we need to save money, Freunde, deswegen fahren wir mit dem Kollektivo. Du weißt, wie das läuft. Ob es halt wieder einer im Bus sind oder wenn wir da sind. Später. Gracias. Tschüss. Wow. We arrived to Playa, meine lieben Freunde. Wir sind da. Ja, geil, Digga. Ich sag euch ehrlich, oh shit, das ist mein Gym, Digga. Das gleiche Gym haben wir auch in Tulum. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich habe Bock auf mal wieder ein bisschen mehr städtische Vibes, ja. Also ihr seht es, ihr merkt es schon. Hier allein die Brücke, Buildings und so, die Straßen sind alle ein bisschen größer. Ey, selbst wenn ich nur einen Monat hier bleibe, einfach mal, um mir das mal reinzuziehen und danach wieder zurück nach Tulum gehe, ist es eine Erfahrung wert, glaube ich, Freunde. Ja. Sieht doch auch schön aus hier. Das erste Mal, wo ich hier war, hat mich ein bisschen abgeschreckt, dass ich auf Crack angesprochen wurde. Fand ich ein bisschen zu rough, Digga. Ist mir in Tulum so nicht passiert. Aber man muss allem auch nochmal eine nächste Chance geben. Ne? Ich walk einfach ein bisschen rum und nehme dabei ein bisschen auf, Freunde. Das ist der Videoblog, Digga. Gracias, bro. Yo, Rapper, huh? Make freestyle, bro, freestyle. Hey, 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 hey. Tschüss. I like that, man. Some crazy people see also, bro. Vielleicht, ich sag euch ehrlich, ne, in Tulum ist ja auch mehr so Haus, Techno, Mekno, dies, das, bla, bla, bla. Ich wollte hier mal hinlaufen. Ich wollte euch mal zeigen. Ich wollte mal gucken, was das hier ist. Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez García. Aha, okay. Wisst ihr Bescheid, meine lieben Freunde? Alles klar, Mann! Ja? Tschüss, ich bin gefährlich, Digga.
Yes. Was wollte ich gerade sagen? Genau, in Playa del Carmen ist, glaube ich, auch mehr Hip-Hop. Ich glaube, hier gibt es auch mehr Schwarze. Ich drehe mal die Cam. Yes, ich glaube, hier gibt es auch mehr Schwarze, mehr Hip-Hop-Partys und so. Vielleicht fühle ich mich hier ja wohler, Digga. Schauen wir mal. Jetzt ziehen wir uns erstmal die Wohnung rein. Ich nehme euch natürlich mit. Seid gespannt. Bis gleich. Alright, ungefähr 31 Minuten Walk haben wir jetzt vor uns. Ich könnte natürlich auch ein Taxi nehmen oder so. Aber der Brother will Money safen, deswegen laufe ich. 30 Minuten laufen tut dem Beinchen auch nicht schlecht, obwohl ich gestern Beine trainiert habe. Eigentlich, ja, nicht Fahrrad erzählen. Ne? Yes, yo. Überall kleine Shops. Shit. Jewelry it in, man. Aha. Double Nike. Sieht sehr original aus, alles auf jeden Fall. Die hat Peace gemacht, oder? Mamacitas Video. God damn. Regenschirm auf gemütlich. Fühl ich. What's up? Geil, der war einfach Doppelpiece, Digga. Tanzverbot-Vibes, Bruder. Out? Schweini-Vibes. Playa del Karma. Wie schon. Tschüss. Oh, shit. Einfach Dschungel-Vibes in der Stadt. Vorne ist auch ein Walmart. Wie gesagt, Hälfte vom Weg ist schon vorbei. Noch 1,5 Kilometer ungefähr. Ja, Mann, ihr merkt schon. Ist auf jeden Fall alles ein bisschen größer hier. Alles ein bisschen weitere Wege, ein bisschen fetter. Schade, dass ich mein Scooter nicht dabei habe, aber mit Scooter hier rüberfahren ist auch Film. Ah, da ist Super Aki. Großer Einkaufsladen. Hier gibt es auch eine Mall, wo ich letztes Mal war, mit Zara etc. Alles da. Der ist das. Einen kleinen Zwischenstopp gemacht hier. Boom. Und die machen mir jetzt gerade hier ein veganes fertig. Hola! Gebt euch mal die Toilette hier, Freunde. Mach so auf, Digga. Voll small, Digga. Ich muss mich bücken hier. Krass, Digga. So, mein Kopf geht hier gegen dich. Tschüss. Scheiße denn, man. Einfach Döner, ja? Oha, das Haus sieht geil aus. Geil. Passt gar nicht hier rein, ne? Fittet nicht. So. So und dann so. Okay, das mit dem Laufen war auch eine halbgeile Idee. Brutal am Schwitzen, Digi. Tschüss. Ist auch brutal heiß immer noch. What's up, man? Alright, das ist die Straße vom Gebäude. Das Gebäude müsste auf der linken Seite sein. Ich glaube nicht, dass es das hier vorne ist. Ich glaube, es ist das letzte Gebäude da hinten auf der linken Seite. Das etwas größere. Die Gegend sieht auf jeden Fall nice aus. Ist auf jeden Fall auch deutlich ruhiger als hinten im Zentrum. Aber dafür auch ein bisschen abgelegen. Ich glaube zum Beach 2 Minuten. Also du kommst hier von überall zum Beach. Also die Richtung ist der Beach. Die Richtung bin ich gerade gelaufen. Und jede Seitenstraße führt quasi runter zum Beach. Hier hat man auch dann so private Dinge. Ein bisschen, ne? Okay, ich habe mich vertan. Es ist doch nicht das Gebäude, sondern das Gebäude hier. Aber was ich jetzt schon sehe, Digga, ist eine fucking Construction, Bro. Und der hat zu mir eigentlich gesagt, dass es hier keine Constructions gibt, Digga. Da hat er mich gefickt, Alter. Das ist auf jeden Fall der Eingang hier von dem Haus. Das Haus ist auch schon fertig, aber das wird noch gebaut. Also ich bin mal gespannt, wie das dann läuft hier.
mit Noises etc. Er hat mir gerade geschrieben, dass er in 10 Minuten da ist. Das ist hier so die Lobby. Geil. Hat auf jeden Fall Vibe. Hola. Ja. Yeah. Wir warten jetzt hier auf den Kollegen, dass er mir die Wohnung zeigt. Bis gleich.